Hi ihr Lieben, heute geht es um die 7 größten Trends für Frühling, Sommer 2024 und wie wir sie alltagstauglich stylen. Vieles davon habt ihr im Schrank, das kann ich euch jetzt schon mal versichern. Und wie immer, ich zeige euch die Trends, die auf den Laufstegen der großen Designhäuser gezeigt wurden und ihr entscheidet, welchen davon ihr mitmacht oder nicht. Ja, und ich bin kein Modediktator oder vielleicht ein bisschen, nein. Wichtig ist, dass ihr euren ganz persönlichen Stil auslebt, dass ihr euch in eurer Kleidung pudelwohl fühlt. Und dann kann man immer noch schauen, ob einen der ein oder andere Trend anlacht, den eigenen Namen ruft. Dann macht man ihn mit und trägt ihn auch so lange, wie man Lust hat und nicht, bis er in der Modewelt vorbei ist. Nummer 1, Trendfarben. Ja, die Trendfarbe des Jahres 2024 laut Pantone-Institut, das ja jedes Jahr die Trendfarben festlegt, auf Basis der Farben, die man auf den Laufstegen in Paris, New York und London sah, ist Peach Fuzz. Das ist ein warmer, zarter Pfirsichton, der besonders gut Menschen mit warmen Untertönen in Haut und Haar stehen wird. Hier nebenan seht ihr eine etwas kühlere Nuance des Peach Fuzz, die mehr in die Rosé-Richtung geht. Und dieser Ton wird Menschen mit kühlen Untertönen in Haut und Haar gut stehen. Sucht euch also die Nuance raus, die zu euch am besten passt. Also geht es mehr in Richtung Orange, dann wird es den warmen Typen besser stehen. Geht es mehr in Richtung Rosé, wird es den kühlen Typen besser stehen. Wenn ihr jetzt keinen blassen Schimmer habt, was für ein Typ ihr seid, dann gönnt euch dieses Video zur Farbtypbestimmung. Gönnt? Wieso rede ich jetzt wie ein Teenager? Ja, da könnt ihr herausfinden, ob ihr ein kühler oder ein warmer Typ seid. Und das hilft einem wirklich sehr, für sich eine Garderobe zusammenstellen, in der man wirklich gut aussieht. Und wozu passt dieses Peach Fuzz jetzt am besten? Toll sieht es aus zu allen Creme- und Beige-Tönen oder auch zu Blautönen. Denn da mixt man dann zwei Komplementärfarben miteinander. Das sorgt immer dafür, dass diese zwei Farben sich gegenseitig verstärken. Also Komplementärfarben sind die Farben, die auf dem Farbkreis gegenüber voneinander liegen. Aber wenn man die Farben in ihrer reinen Form miteinander mixt, sieht das meistens nicht so gut aus. Das habe ich auch schon mal in einem früheren Video angesprochen. Dann ist das oft zu bunt. Das erinnert dann sehr an so Spielzeug oder Bücher für Kleinkinder. Kinder finden solche bunten Farbmixturen toll. Ich zeige euch auch mal ein Beispiel, das habe ich gerade zufällig gefunden, not sponsored. Aber hier seht ihr diesen bunten Mix an reinen Farben. Das Peach Fuzz, das ist ja eine gemischte Farbe. Da wurde Orange mit Weiß gemischt. Blau, hellblau zum Beispiel, da wurde das Blau, das hier nicht vorhanden ist, aber ihr wisst, was ich meine, ein reines Blau wurde mit Weiß gemischt. Und sobald man die Komplementärfarben so ein bisschen mischt mit Weiß, mit Schwarz, dann sehen sie richtig toll zueinander aus. So, das ist so ein kleiner Exkurs zum Thema Farben. Also, was auch gut aussehen wird, ist Peach Fuzz zu Schwarz. Besonders, wenn ihr ein kontrastreicher Typ seid vom Aussehen her, so wie ich. Ich habe ja relativ dunkle Haare hier am Ansatz und im Kontrast dazu einen hellen Teint, dunkle Augenteint. Und deswegen, ja, sehe ich in so einer Mischung Peach Fuzz mit Creme oder Beige ein bisschen aus wie eine Wasserleiche. Aber wenn ich einen Kontrast im Outfit habe, in Form von Schwarz, da sieht es doch gleich viel besser aus, oder? Zurück zu den Trendfarben. 2024 werden sehr leuchtende, grelle Töne, die in den letzten Jahren sehr angesagt waren, wie das Bottega Grün oder auch Barbie Core Pink, abgelöst von zarteren Tönen. Unter anderem auch Lavender Haze, wie ihr hier nebenan seht. Und ich mag diese zarten Töne besonders an Hosen. Warum? Ja, weil sie einfach so schön feminin verspielt wirken und einfach mal frischer, ganz anders als Hosen in neutralen Tönen, wie man sie ja sonst überall sieht. Und gerade wir Frauen so im Erwachsenenalter oder reiferen Alter, bei uns sieht das besonders gut aus, denn diese neutralen Töne, in denen wirken wir oft mal ein bisschen unscheinbar. Wir müssen einfach ein bisschen mehr auf den Putz hauen. Rot ist auch ein Riesentrend diesen Sommer. Hermes hat fast seine ganze Kollektion der Farbe Rot gewidmet. Und hier seht ihr den Ton, das ist wirklich knallrot, auch wieder in einer Hose. Und der Vorteil, wenn man den Farbton an der Hose trägt, ja, und er steht einem nicht, dann ist dieser Ton etwas weiter weg vom Gesicht und macht einen auch nicht blass. Also ein Knallrot steht am allerbesten den Wintertypen. Die haben sehr starke Kontraste im Aussehen und sind eher kühl. Und wenn ihr kein Wintertyp seid, also die meisten Menschen in Mitteleuropa sind Sommertypen in irgendeiner Form, dann könnt ihr zum Beispiel eine Bluse in hellgrau oder in Off-White dazu tragen. Ja, und das wird tippitoppi aussehen. Wenn ihr ein warmer Typ seid, könnt ihr zum Beispiel
weiß ich nicht, ein Oberteil in Vanillegelb. Dazu tragen sieht auch sehr toll aus zu Rot. Und ich Modehuhn bin auch echt angesteckt von diesem Rot-Trend. Wie ihr vielleicht in den letzten Videos gesehen habt, da habe ich fast nur Rot getragen. Heute bin ich wieder neutral unterwegs und erzähle euch gleichzeitig, ihr sollt bunte Sachen tragen. Tja, so bin ich. Ja. Rot zu Schwarz ist eine Kombi, die ich vor ein paar Jahren noch vermieden habe wie die Pest, weil es mir zu 80s war, aber trage ich jetzt auch wieder gerne. Auch da habe ich mich wieder influenzen lassen von der Modebranche. Und ja, man darf auch seine Meinung ändern, oder? Und ich finde auch, es sieht überhaupt nicht altmodisch aus, wenn man Teile in modernen Schnitten miteinander kombiniert in Rot und Schwarz. Oder was meint ihr dazu? Ihr habt mir das zumindest auch schon oft geschrieben in den letzten Wochen. Und übrigens an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an meine Abonnentinnen. Euer Abo unterstützt meinen Kanal wirklich sehr und ich freue mich auch immer sehr über eure Kommentare. Viele von euch kommentieren seit Jahren. Ich liebe es einfach, eure Kommentare zu lesen und euer Feedback ist mir auch extrem wichtig. Und ja, Dankeschön. Nummer 2, die Jeans-Trends. Ja, diesen Frühlingssommer sind 2 Jeansformen besonders angesagt. Und zwar erstens die Slim Jeans. Das ist eine schmale, körperumspielende Jeans, die nicht zu verwechseln ist mit der Skinny Jeans, die in der Modewelt schon seit so 2-3 Jahren verpönt ist. Was uns natürlich herzlich egal sein kann, aber ich dachte, ich erwähne es nur mal in einem Video, in dem es um Trends geht. Ja, die Slim Jeans lösen so ein bisschen die weiten Jeans aus dem letzten Jahr ab, wobei die auch immer noch angesagt sind in diesem Jahr. Keine Panik für alle, die gerne tragen. Ja, Punkt 2 meines Videos ist übrigens gesponsert von Armed Angels. Das ist ein deutsches Fair Fashion Label, mit dem ich schon ewig zusammenarbeite und deren Jeans, vor allem die Lijani Jeans, die ich hier mal nebenan zeige, ich im Alltag wirklich ständig trage. Ja, bei der Produktion von Kleidung, vor allem von Jeans, werden Chemikalien eingesetzt, die für Mensch und Umwelt schädlich sind. Und bei der Produktion der Detox Denim Jeans von Armed Angels werden weder Pestizide noch Chlorine eingesetzt. Das sind Rückstände aus Bleichprozessen, die die Haut reizen können. Ja, mit meinem Code Natascha Gibson 15 spart ihr jetzt 15% auf alles im Shop von Armed Angels und ich verlinke euch alles, was ich euch gleich von ihnen zeige, sowie auch alle anderen Outfits unterm Video. Ich zeige euch mal die angesagte Slim Fit Jeans hier nebenan. Das ist also ein schmaler Straight Cut, lang und mit mittlerem Bund. Ja, diese Art von Jeans steht den allermeisten Figurtypen sehr gut, zaubert sehr lange Beine. Und dieser mittlere Bund wird Frauen mit einem kurzen Torso, mit breiten Schultern und mit und oder mehr Oberweite gut stehen. Denn die High-Waist-Jeans der letzten Jahre, da hat man einfach zu wenig Strecke hier oben bis zum Bund der Hose und das kann schnell stauchend wirken. Da ist ein mittlerer Bund die bessere Wahl. Und der Bund ist auch nicht so niedrig, dass ein Bauarbeiter Dekolleté droht, wie in den frühen 2000ern. Ihr kennt das damalige Dilemma. Ne? Oder man hat es eigentlich auch gern getragen, oder? Habe ich das gern? Nein, ich weiß es nicht, aber ich will es auch gar nicht wissen. Das ist die Vergangenheit. Das ist egal. Der zweite große Jeans-Trend sind Jeans in Ecru, so wie ich sie heute trage, also in Creme- und Off-White-Tönen. Sieht man jetzt auch schon überall auf Instagram und ist einfach sehr schön frisch im Frühling und Sommer und passt auch zu allem, genau wie blaue Jeans. Ja, und diese Jeans, die hat einen Mom-Schnitt, das heißt, die ist Highway, also hat einen hohen Bund und ist hier etwas weiter geschnitten, also umspielt das Bein und ist nach unten etwas schmaler und verkürzt. Und dieser Jeansschnitt steht besonders gut etwas kurvigeren Frauen, also Frauen mit Figurtyp A oder X. Ja, und die Ecru Jeans gibt es in allen möglichen Schnitten. Ich habe sie in weiten Schnitten gesehen, aber auch dieser Slim Fit. Beide Jeans-Trends, Slim Jeans und Ecru Jeans, sind absolut alltagstauglich. Überhaupt sind Jeans so ein tolles Kleidungsstück, denn sie passen zu fast jeder Gelegenheit. Sie sind mit fast allem im Schrank kombinierbar. Perfekt für alle, die es unkompliziert lieben. Und aus meiner Sicht ein Must-Have in einer Capsule Wardrobe, also einer Garderobe mit wenigen Teilen, die sehr vielseitig miteinander kombiniert werden können. Nummer 3 auf Schulterpullover. Ja, diesen Trend gab es schon mal vor ein paar Jahren, da war er wieder weg, jetzt ist er wieder da. Ja, und diese Pullis passen vielleicht nicht in jeden Job rein, dafür aber in die Freizeit oder wenn man abends weggeht und man will was Aufregendes tragen, das aber trotzdem noch so eine gewisse Lässigkeit ausstrahlt. Ja, diese Pullis kann man super kombinieren zu Jeans, dann hat man einen tollen Stilbruch aus feminin und maskulin, elegant
und lässig. Auch asymmetrische One-Shoulder-Tops und Kleider sind dieses Jahr sehr angesagt. Trage ich auch heute. Vor allem solche mit Raffungen, auch sehr angesagt, komme ich auch gleich zu. Und Raffungen sind einfach toll, weil sie vieles verzeihen im Vergleich zu glatten Stoffen, die so gnadenlos jeden Hubbel und Knubbel freilegen. Das brauchen wir doch nicht, oder? Nummer 4, Leo-Muster. Ja, die 90er sind zurück in Form von Leo-Mustern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss dabei immer an Nanny Fine denken. Sie hatte auch mal sehr viele Outfits mit Leo-Muster. Oder auch an ihre Mutter. Die hatte immer so tolle Blazer mit Tiger und Leo-Muster. Nicht so alltagstauglich, sage ich mal. Ja, wie macht man denn jetzt diesen Trend alltagstauglich? Ja, erstmal ist es so, dass im Moment Oversized-Teile mit Leo-Muster angesagt sind. Also Mäntel, Pullis, Blusen und Hosen, die eher weit geschnitten sind. Und das macht sie per se schon etwas tragbarer, alltagstauglicher als zum Beispiel ein knallenges, kurzes Kleid mit Leo-Muster. Das kann man eher tragen, wenn man noch was vorhat. Knickknack. Die ganz Modemutigen kombinieren zwei Trends, und zwar Leo und Rot. Ihr seht, wie schön das miteinander aussieht. Ja, man setzt dabei aber ziemlich eindeutige Signale an die Außenwelt. Also es kann sein, dass ihr unmoralische Angebote kriegt, wenn ihr diese Kombi tragt. Seid darauf vorbereitet. Nummer 5, Poloshirts. Ja, auwei. Die Poloshirts aus den frühen 2000ern sind zurück. Jetzt eher in Form von leichten Strick. Pullis und Jacken mit Polokragen. Ja, dieser Preppy-Look ist von Miu Miu ins Leben gerufen, wieder total angesagt. Also Outfits mit zum Beispiel kurzen Faltenröcken oder Hemd unterm Pulli, Pullunder und eben auch die Poloshirts sind gerade sehr angesagt. Also wenn ihr noch Poloshirts aus den frühen 2000er habt, ich habe noch, glaube ich, 2 oder 3, diese knackeenge, die könntet ihr theoretisch im Sommer tragen, aber mein Tipp, tragt sie zu einer weiten Hose, wenn ihr im Trend liegen wollt. Wenn euch das Schnuppe ist, tragt, was ihr wollt. Ja, denn in der Mode ist Oversized nach wie vor der große Trend. Alles, was skinny ist, ist momentan verpönt in der Modewelt. Also alle, die es hassen, sich in enge Kleidung reinschießen zu müssen, sollten einfach froh über diesen Oversize-Trend sein und sich besser eindecken, bevor wieder so eine Skinny-Phase kommt, wie wir sie Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre hatten. Und dann gibt es wieder nichts anderes zu kaufen. Ja, ich erinnere mich, ich habe damals in dieser Zeit, also 2012, habe ich standesamtlich geheiratet in einem sehr engen Kleid, aus dem ich mich nach einem kurzen Aufenthalt am Buffet förmlich rausfräsen musste. Also dann doch lieber die Oversized-Mode, oder? Wir sollten vielleicht nicht so viel darüber meckern. Nummer 6, All Black. Also wenn ihr euch jemals fragt, was ist die zeitloseste Farbe in der Mode? Mit welcher Farbe bin ich immer gut angezogen, immer modisch vorne dabei, immer im Trend? Antwort: Schwarz. Nicht Farbe ist es eigentlich, keine Farbe. Ja, Schwarz wird einfach geliebt von den Designern. Zum Beispiel hat Karl Lagerfeld so viele tolle Kreationen in Schwarz abgeliefert, bei Chanel und Fendi. Und er selbst hat auch nichts anderes als Schwarz getragen, außer mal Weiß dazu oder Navyblau. Schwarz geht immer, Schwarz ist sehr alltagstauglich und man hat immer was parat, wenn mal eine Beerdigung ansteht. Das klingt jetzt morbide, aber man muss ja auch pragmatisch denken. Beerdigungen gehören nun mal zum Leben dazu. Ja, also in der Mode trägt man jetzt Schwarz. Es ist ja nicht unbedingt im Gothic-Style, sondern mehr an eleganten Teilen wie Blazern, eleganten Hosen oder Hosenanzügen. Und ich habe diesen tollen Strickblazer hier gefunden in Schwarz. Ich liebe diese Sanduhr-Silhouette, die macht ihn so besonders. Und er wirkt elegant, aber durch den Strick auch gleichzeitig lässig und kann ihn wirklich zu allem kombinieren. Also im Winter einfach als Layering-Teil, im Sommer statt einer Jacke drüber. Also solche Kleidungsstücke finde ich wirklich genial. So, wenn ihr meine Farbanalyse gemacht habt aus diesem Video, wie gesagt, und dabei herauskam, dass Schwarz euch gar nicht steht, dann mein Tipp, kombiniert Schwarz einfach mit anderen Farben. Also tragt zum Beispiel unter dieser Strickjacke einen Pastellton, der dieses Schwarz schön absoftet. Oder wenn ihr ein warmer Typ seid, dann tragt einen Beige-Ton, der wärmt das Schwarz schön für euch auf. Nummer 7, ja, Grandpa-Core. Also, dieser Trend greift auch wieder den Preppy-Stil auf, genau wie die Poloshirts. Und beim Grandpa-Core geht es darum, Teile zu tragen, die Grandpas tragen, also auf Deutsch Opas. Ja, also zum Beispiel Pullunder, Strickjacken, Westen und Buntfaltenhosen. Dieser Grandpa-Core-Trend ist toll für alle, die einen androgynen Stil haben oder die gerne maskulin mit feminin mixen. Ihr könntet zum Beispiel zu einem Pullunder einen Rock kombinieren. Das muss ja nicht gleich so ein
Mini-Faltenrock à la Miu Miu sein. Oder ihr kombiniert zu einer Anzugweste so ein bisschen Goldschmuck, so ein paar Ketten. Das macht das Ganze auch ein bisschen femininer. Also, wenn ihr aber sagt, ich möchte nicht aussehen wie Opa, auch okay. Für euch habe ich noch ein paar weitere Trends, die es schon im Jahr 2023 gab und die noch nicht vorbei sind in diesem Jahr. Einmal Quiet Luxury, das war der große Modetrend 2023, schwappt auch nach 2024 rüber. Da geht es um zeitlose, zurückhaltende, luxuriös wirkende Outfits, meist in neutralen Farben und ohne Logos. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung dazu, wie zum Beispiel das Knallrot, Leo oder auch Transparenz, zu der ich gleich komme. Dann sind Drapierungen und Wicklungen weiterhin sehr angesagt. Und ich habe ja im letzten Jahr eine Bluse und ein Kleid selbst designt mit diesen Drapierungen und Wicklungen, einfach weil ich es selbst sehr mag. Es wirkt sehr feminin, sehr luxuriös und man hat so ein bisschen Freiraum am Bauch. I like. Transparenz ist weiterhin ein großer Trend in Form von Blusen oder auch lockerem, durchsichtigen Strick. Darunter trägt man dann tagsüber einen Tanktop oder ein Hemdchen und abends kann man auch mal ein Bustier oder ein Bralette drunter tragen. Dann, wie gesagt, Oversize-Schnitte sind so innen immer noch. Und noch ein Tipp von mir, schaut doch einfach mal in der Männerabteilung vorbei. Da findet man so viele Schätzchen, wenn man Oversize-Mode mag. Vor allem beim Strick sind die Teile in der Männerabteilung oft günstiger und die Qualität ist besser. Ja, auch in der Mode sind wir noch weit entfernt von der Gleichberechtigung. Aber keiner kann es davon abhalten, von den Männern zu mopsen. Oder sei es im Geschäft oder wenn ihr Mann oder Freund habt, könnt ihr auch da im Schrank mal nachschauen. Matching Sets sind auch immer noch sehr im Trend. Das heißt, Ober- und Unterteil passen zueinander. Vor allem Sets aus Denim, Satin und Strick wird man dieses Jahr auch sehr viel sehen. Und das wird auch sehr viele von euch freuen. Flache Schuhe sind ja schon seit ein paar Jahren ein sehr großer Trend, aber kommen immer mehr in Mode. Vor allem wird man dieses Jahr sehr viel sehen. Mary Janes, schon wie im letzten Jahr, Ballerinas, Retro-Sneakers und lässige Halbschuhe. Ja, Hallux Valgus und Plattfuß bedanken sich. Wobei Plattfuß weiß ich nicht, ob flacher Schuh da hilft. Ich bin aber auch keine Orthopädin. Sonst hätte ich schon längst meinen Hallux behandelt. Was jetzt neu im Trend liegt, sind bunte Retro-Sneakers. Ein Trend, von dem ich persönlich nicht so begeistert bin. Aber wenn ihr so ein modisch bunter Vogel seid und gerne Farben mixt, dann könnte das für mich sein. Ich würde solche Sneakers nur nicht zum neutralen Outfit tragen. Denn dann leuchten einen die Schuhe schon von 3 Kilometer Entfernung an und man sieht irgendwie nur Füße. Also dann lieber bunt zu bunt mixen. Was auch weiterhin angesagt ist, sind 3D-Blumen. Also nicht Blumenmuster, sondern Blumen als Applikation auf Revers, auf Kleidern, überall. Super für alle, die es feminin verspielt mögen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir mal, welcher dieser Trends euch am besten gefallen hat. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video mit 6 Teilen, die ich 2024 nicht mehr trage. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann abonniert meinen Kanal. Es ist kostenlos und wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dann, ihr Lieben!